Race Transformed. Willkommen zurück zu einer neuen Runde Let's Battle Sonic and All-Stars Racing Transform. Mit dabei, man kann es lesen, der Wechsern. Hallo. Hallo. Ja, was machst du eigentlich hier? Ja, ich wollte mal versuchen, ein Rennen gegen dich zu gewinnen. Aber nur eins. Aber nicht, nur eins. Nicht alle. Okay. Ja. Gut. Gut, dann schauen wir mal, was daraus wird. Das wird bestimmt großartig. Für ja, zumindest einen von uns beiden. Ich als Kackbuhn. Hey, es gibt immer einen größeren Kackbuhn. Ja, aber momentan bin ich es. Ich weiß nicht. Meinst du? Ich bin da fest von überzeugt. Naja. Du machst jetzt bestimmt irgendwas, weißt du, wo ich einfach nur denke, so, shit. Oder tut so, als wäre der Kackbuhn und eigentlich ist er voll mega pro. Nein. Doch, stimmt. Siehst du, zieht er schon an mir vorbei. Da ist ja, er weg. Da ist er weg, ist er. Weil ich durch so einen Slot gerade einen Boost gekriegt habe. Ja, und was bekomme ich? Wirbel drehen mich nicht so lange. Drehen mich zwar immer noch, aber nicht mehr so lange. Das ist jetzt auch nicht so toll. Oh. Dann sind einem die NPCs hier im Weg. Ja, ein wenig. Oh nein, ich habe den Looping genommen. Warum nimmst du den Looping? Ja, der war mir im Weg. Ah, okay. Dann mach weiter so. Na, ganz schlecht. Ja, hey, erster Platz. Ja, sag ich ja. Ich bin immer nur auf dem dritten. Na, auf den zweiten kommst du mindestens. Ich bin der Kackbuhn. Ah, es gibt größere Kackbuns. Glaub mir. Jawohl, das passt. Da hat mir einer echt einen Kugelfisch im Weg gestellt mit dem Boost. Mit dem Boost? Mit dem Boost. Das geht doch nicht. Doch. Okay, gut. Hast recht, es geht. Wie schmeckt denn so der Staub da hinten? Ja, ich versuche näher zu kommen. Nicht versuchen, machen du musst. Ja. Soll ich anhalten? Ah, ich bin schon auf dem zweiten. Wow, da kam was von vorne. Dann kam es von mir. Ja, das kann gut möglich sein. Das bedeutet, du bist mir immer noch zu nahe. Nein. Doch. Nein. Doch. Kommt dir bloß so vor. Nein, das ist so. Glaub mir. Ich hab da voll zu vertrauen. Oh nein, Wespen. Oh shit. Oh Gott. Voll drin gelandet. Ich nicht ganz. Da zieht er mir vorbei und wird getroffen. Sehr schön. Wie fahr ich denn? Anders? Oder ich fahr rückwärts. What? Hat auch seine Vorteile. Naja. Warum habe ich jetzt nicht den Boost-Dingens hier genommen? Ich weiß es nicht. Ja, ich bin der Drohne ausgewichen. Aha. Gerade ich so. Weiß nicht mal, wie ich das mache. Aber ich habe es getan. Boah, Hilfe. Nee, ich habe gerade keine Hilfe. Finde ich jetzt aber nicht gut, dass du jetzt hier noch an mir vorbeiziehst. Nein, ja, nein, doch. Oh nein. Erstes Rennen geht an dich. Und so viel zum Thema, ich bin der Kackbuhn. Ich bin halt immer noch auf dem dritten Platz. Na, das war das erste Match, was ich gemeint habe, was ich gewinne. Ah, okay. Jetzt die anderen wirst ja wohl du gewinnen. Das hoffe ich doch, weil sonst, sonst sieht es in der Let's Battle-Statistik für mich nicht ganz so gut aus. Na, wenigstens einer mal, der dir Einhalt gebietet war. Ja, ne? Es kommt nicht oft vor. Wenn ich da so an manche Leute zurückdenke, wie zum Beispiel Amiga-Link. Der hat auch nicht leicht, habe ich so festgestellt. Nee, aber der, ne, der ist irgendwie so resistent einfach nur, dass er einfach immer wieder gegen mich antreten will. Irgendwann wird er gewinnen. Ne? Also irgendwann. Ich hoffe, die ist irgendwann auch noch ein bisschen. Gut, ich wähle mal die nächste Strecke aus. Okay, ich guck schon mal wieder wegen. Ich werde wieder den gleichen nehmen. Oh. Knuckles, der hat sich so schön gefahren. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Nehmen wir sowas. Ach, man kriegt sogar noch verschiedene Dings hier fürs Fahrzeug. Ja, verschiedene Fahrkids-Gedöns. Genau. Damit halt dein Auto nochmal ein bisschen
individualisieren kannst, ein bisschen. Ob du jetzt eher der ausgeglichene Typ bist, eher der es auf Speed will, eher so auf Handling und Gedöns. Ne? Und also ein Spaß. Nee, Knuckles passt schon, der ist ja relativ ausgeglichen. Und es gibt keinen Bonus für mich. Ja, für mich ebenso nicht. Kommt nur drauf an, was ich für einen tollen Charakter bekomme. Ach, ihn hier. Okay. Ist genehmigt. Gehst du wohl weg? Also nicht, ne? Weißt du, rechts überholen ist verboten. Und das weiß ich, obwohl ich nicht mal einen Führerschein habe. Ach so? Ich brauche keinen Führerschein. So wie ich hier Sonic in Sega All-Stars Racing Transformed spiele, brauche ich keinen Führerschein. Wow, wow. Die Strecke kenne ich gar nicht. Dann kennst du sie gleich. Ja, das merke ich schon. Dort ist eine Wand und da ist einer. Und in Abgrund. Jawohl. Magst du keine Abgründe? Ja, ja, das gestaltet sich immer so schwierig. Lieber so ein Abgrund hier als ein Abgrund der Gesellschaft. Tja, da bin ich schon wieder in Ingen gelandet. Oh. Du Abgrundtaucher, du. Ja, ist gerade schwierig. Ja, oh, ich krieg hier nichts hin heute. Glaubst du es? Wow. Ich hab irgendwas getroffen. Na, ich war's nicht. Ja, du kommst bestimmt noch wieder auf den zweiten Platz, oder ich dich treffen kann. Ja, ich bin gerade mal auf dem fünften, Mensch. Also. Ja, ne? Und gegen eine Walze gefahren. Abgründe machen's möglich. Ja, vor allem da. Da werde ich wieder auf dem achten landen. War vielleicht zu gemein, so eine Strecke zu wählen, oder? Naja, ein bisschen. Nehmen wir gleich eine bessere Strecke. Bist doch mit vorne dabei. Ja, ich kämpfe mich hier gegen so einen Bot hier vorbei. Ich muss ja auch eine Herausforderung hier haben. Wow, was kam denn da jetzt angeflogen? Irgendwas ganz Tolles bestimmt. Ja, ja, irgendwas ist an mir vorbeigezogen. Irgendwas mit ganz viel Farben und Glitzer und Einhörner. Das vielleicht nicht so ganz. Okay. Also auf LSD bin ich noch nicht. Nicht? Nee. Okay, aber sonst geht's auch dir okay, sonst ja. So gut, ne? Ja, ah, okay, ja. Okay. Ich weiß nicht, sieht man Einhörner, wenn man auf LSD ist? Tja, zumindest bei Diablo sieht man welche. Ah, ja, gut. Das stimmt. Ich vermisse sie auch gar nicht, die Einhörner. Und wie komme ich denn auf den zweiten Platz? Indem du Gas gegeben hast? Nö, ganz unverhofft. Das würde ich jetzt auch sagen. Und wieder in diese... Was ist es? Eine Walze, glaube ich. Ja, da fährt irgendwie so eine Walze hier vorbei, hin und wieder. Tut so, als würde sie arbeiten. Das ist wie irgendwelche Mitarbeiter bei Rossmann, die tun auch immer so, als würden sie arbeiten und laufen einfach von Eingang zum nächsten. Ach so. Ich habe gehört, die machen das so. Kriegen dafür sogar noch Geld. Ob das stimmt, sei einmal dahingestellt. Boah. Wer weiß, wer weiß. Ach, hier geht's jetzt lang, okay. Immer diese Strecken, die sich immer wieder verändern. Ja, die ersten zwei Runden machen wir ganz normal. Mich haben jetzt bloß die dritte Runde ein wenig verwundert, sag ich mal. Verwundert, okay. Ja, kann man so sagen. Überrascht. Oder so.
Yay, das ist der Pfosten. Jetzt komme ich hier nicht weg. schlecht. Ist das ist schlecht. Das ist sehr gut. Das ist sehr schlecht. Das ist sehr, ja. Nein, nein. Gibt's jawohl nicht. Scheiße. Boah, ich komme da auch nicht hoch. Die wollen wir doch jetzt echt hier verarschen, oder nicht? Ich will dir bloß sagen, ich bin im Ziel. Ja, pff, ne? Ist okay. Ich komme damit klar, irgendwie. Irgendwann. Ich finde das nicht okay, nee. Was machst du denn? Also das hättest du ja wohl gewinnen können. Das hätte ich sowas von gewinnen müssen, ja. Aber nein. Ich wollte, weißt du, was im Flugmodus, dachtest du so, ach, ich fliege da oben einfach irgendwo dazwischen durch. Dann ist da oben erstmal eine unsichtbare Wand, wo du nicht durchkommst. Und sowieso fährst du erstmal gegen irgendwie so ein Dingens. Gegen so einen Pfosten, so mitten in der Luft. Alter, das war ja mega mies. Mega mies. Also das kriegst du jetzt alles wieder. Oder du hättest jetzt solidarisch auf Pause drücken können oder sowas. Oder auf den Gas gehen können besser. Ja, von Pause habe ich auch nichts. Wenn ich solidarisch vom Gas gegangen wäre, das hätte uns beiden wenig genützt. Ja, das weil stimmt. Hinter mir waren immer noch wieder... Ja, es sind NPCs, die zählen nicht. Guck dir das alles an, wie ich hier zurückliege. Das geht nicht. Ja, wenn du das nächste gewinnst und ich bin beim letzten Dritter, dann passt doch wieder alles. Ja. Muss ich erstmal jetzt hier eine vernünftige Strecke auswählen. Was nehmen wir denn? Ach, die ist sehr sozial. Die ist jetzt nicht mit so vielen Abgründen. Die nehmen wir. Die nehme ich eigentlich sehr gern. Ah, die kommt mir bekannt vor. Und kein Boost. Ich hab auch nix. Nee, die kenne ich doch nicht. Dann kennst du sie jetzt. Aber aus dem Let's Battle kenne ich sie. Na, immerhin. Ich glaube echt, die nehme ich sehr oft im Let's Battle. Ich weiß gar nicht warum. Ich suche mir jetzt auch nicht so die Strecken immer so aus. Ne? Ich nehme einfach irgendeine, weil ich denke, ja, die hatten wir noch nicht so oft. Und dann fällt mir mal ein, ach doch, die hatten wir schon 100-200 Mal. Das ist irgendwie voll schlimm in meiner Map-Auswahl. Nur weil es random ist? Nee, ich, das ist ja nicht random, ne? Das ist ja, ich muss ja wirklich eine Map immer selber auswählen. Oh. Da gibt's ja keinen Random-Button für. Leider. Und den muss ich jetzt irgendwie auf den dritten Platz kriegen. Tja, ich bin noch knapp hinter dir, mehr oder weniger. Wirst du es schaffen? Ja, ich hoffe es doch. Bin gerade hochkonzentriert. Hochkonzentriert? So nein, wie Spülmitte Konzentrat, also auch immer sehr hochkonzentriert? Na, eher das. Na, wie heißt es noch gleich? Das Fit-Spülmittel. Ah, okay. Das ist nicht ganz so konzentriert. Gut, da käme ich nicht so aus. Ich gehe zum örtlichen Discounter und hole mir da einen. Spülmittel und fertig ist. So, ich kann jetzt auf jeden Fall nicht zulassen, dass du jetzt hier gewinnst. Das geht ja gar nicht. Dann kann ich es gar nicht mehr aufholen. Du bist ja nur Erster. Noch. Noch. Macht immer noch einen großen Unterschied. Na, wow. Yay, yeah, ich hab dich getroffen. Ja. Das gefällt mir. Ja, mir nicht so. Ja, mir schon. Also, ohne irgendwie zu lügen, das gefällt mir. Alter, was war das denn? Eine Rakete. Und das war zufällig meine. Auch noch? Ja. Finde ich nicht gut. Wow. Bin ich ja ganz ehrlich, finde ich es gar nicht gut. Bams. Und die Spinne aus dem Weg geräumt. Oh
und spinnen hier mitten auf dem Weg. Ein wenig. Die können mal was Vernünftiges machen. Aus dem Weg gehen zum Beispiel. Na, die könnten dich mal ausbremsen. Irgendwie habe ich so das Gefühl, auf dem Wasser ist man langsamer. Ja, aber das denselben Debuff habe ich ja dann auch, ne? Ja, wenn, dann sind alle langsamer. Schwarm ausgewichen. Oh, und wieder in den Blitz. Mit ja, immer schön, immer wieder rein in den Blitz mit ja, dir. Ja, immer wenn ich kurz vor immer dir Blitzdingsen. Bin. Immer wenn ich kurz vor dir bin und denke, ich hab dich. Da hast du mich nicht. Ja, richtig. Ja, auch ich bin etwas konzentriert. Ja, man merkt's. Ach, noch eine Runde? Ja, klar. Wenn schon, denn schon. Ich meine, du kannst gerne vom Gas gehen. Nein. Wenn es dir zu viel wird. Das ist top. Nein. Yeah. Nein, geh, wo du wohnst. Ja, mitten auf dem Turbofeld wirkst du mir irgendwas rein. Finde ich nicht nett. Und du willst mir erzählen, du wirst immer auf dem dritten Platz enden? Noch ende ich nicht. Oh, du hättest ja mal ganz gemütlich reinfahren können. Ja, hätte ich. Ich wollte aber irgendwie nicht. Und da ist das Ziel. Nein. Und ich bin drin. Puh, okay. Ganz knapp. Ja, doch, ja, ja. Ich schwitze auch. Habe ich aber eine ganze Weile gebraucht, bis ich überhaupt an dir dran war. Ja, das kannst du bei der nächsten und letzten Runde dann auch nochmal lassen. Ne, sonst, ich weiß nicht. Sieht das halt eher schlecht aus. Und liegt dann tatsächlich mit einem Punkt vorne oder sowas. Das könnte durchaus sein, wenn ich Zweiter werden sollte. Wenn das wirklich ein Wenn nicht wäre. Vielleicht bin ich ja jetzt nochmal ganz gemein in der Map-Auswahl. Oh, nein. Doch. Ich glaube schon. Doch, ja, ich glaube, ich bin gemein. Aber der Vorteil ist, dadurch, dass wir jetzt das hier alles so wunderschön formen, wird es bei mir sogar noch freigeschalten. Ja, dann kannst du das immer und immer und immer wieder üben. Ja. Ist das nicht toll? Naja, je nachdem. Ist bestimmt super. Das wirst du dann jetzt rauf und runter üben, ich sehe das. Solange ich jetzt nicht gegen dich verliere, passt das. Yay, Verlangsamung nach Eiskanonentreffer reduziert. Yes, Gott. Toll. Wollte ich schon immer haben. Und ich habe ein Taxi. Einmal habe ich diesen Schnellstart hingekriegt, sonst nie wieder. Ich guck da schon gar nicht mehr drauf. Das mache ich vielleicht bei Mario Kart, aber sonst. Hier habe ich das längst aufgegeben. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Nicht? Nee, also irgendwie heute mal nicht. Ich bin da heute mal dagegen. Na, probieren geht über studieren. Na, nicht immer. Nicht unbedingt ist das immer die optimale Lösung. Nein! Ah. Runtergefallen? Ja. Ah, toll. Weil mich einer mit dem Ding... Nein, ich auch! Ah. Mich hat einer mit dem Wirbelsturm erwischt, deswegen. Ja, mich auch. Und dann
die Steuerung verkehrt. Richtig. Und dann in den Abgrund gefahren. Nicht nett. Oh, oh. Oh. Einfach immer durch das Rote durchfahren. Ich hab gehört, das gibt extra Boost. Ich bin schon dabei. Das finde ich gut. Immer schön gegen Wände fahren, dann kommt man so gut da weg. Naja, das stimmt ja jetzt noch nicht. Doch, habe ich bewiesen in der zweiten Runde. Ach, du bist ja schon wieder vor mir. Oh nein, du bist schon wieder hinter mir. Schlimm ist, wir sind aber noch nicht auf dem ersten Platz. Das ist richtig. Oh, voll die Kurven gefahren hier. Kurven? Nee. Im leeren Raum? Naja. Okay. Klappt er das? Durchaus. Okay, soweit so gut. Ersten Platz habe ich schon, jetzt muss ich dich nur noch im dritten kriegen. Na, dritter bin ich gerade, jetzt bin ich auf dem zweiten. Kannst du nicht da bleiben, wo der Pfeffer wächst? Hier nochmal ein bisschen runterfallen oder sowas? Ja, so wie jetzt. Finde ich super. Finde ich voll sozial von dir. Naja. Oh Gott, die ganzen kleinen Bienchen. Biene Maya? Ja. Aber die sind gerade zum Glück abgehauen. Bist du schon wieder auf dem zweiten Platz? Ja. Und ich habe dir mal eine Drohne geschickt. Ach, das ist sehr nett. Ja. Das musst du aber gar nicht. Aber ich glaube, die ist selber in den Abgrund reingefahren. Ja, das haben Drohnen so an sich. Die fahren auch gerne gegen Wände. Das ist aber nicht gut. Also für mich schon. Ja, für dich. Wo geht's denn da lang? Am besten immer gegen die Wand. Da kommt man irgendwann auch zum Ziel. Ja. Nein! Und gegen die Wand. Yay! Finde ich super. Nur weiter so. Du kommst nochmal ganz groß raus. Oh. Versuch's zumindest. Jetzt habe ich dir noch mal eine Drohne geschickt. Das ist sehr nett. War ich abgeblockt? Was? Ja. Das hat sich nicht so angehört. Oh, das tut mir aber leid. Ach du Scheiße, was ist denn hier vorne alles? Weißt du, kommst in die nächste Runde rein und dann begrüße ich erstmal einen Kugelfisch und einen Wespenschwarm. Und ich bin genau wieder in Abgrund. Oh, sowas war. Nein. Oh. Doch. Nein. Doch. Nein. Ja, oh. Immer so knapp hier. Wo bist du denn schon wieder? Ich sehe hier dich vorne. Nicht mehr. Das ist nicht schlimm. Muss mich nicht sehen. So hübsch bin ich nicht. Tja, also ich sehe dich echt nicht mehr. Ja, das ist okay. Das gibt mir das Gefühl davon, dass ich irgendwie weit genug vorne bin. Na, sonst wird ja immer noch das kleine Bildchen angezeigt. Ja. Aber das wird auch immer weniger. Ich fahre auch wieder überall gegen. Ziemlich gewöhnungsbedürftig, gerade hier auf dem Wasser. Ja, das ist nicht nur gewöhnungsbedürftig, da ist sogar ziemlich... derbe Scheiße.
glaube, ich habe dich gesehen. Glauben ist nicht wissen. Und da ist das Ziel. Warte, ich bin drin. Tatsächlich. Nein. Doch. Wirklich. Nein, ich glaube, du liegst mit den Punkten um einen Punkt vorne. Das könnte durchaus sein, ja. Warten wir mal die Punktetabelle ab. Ja. Na, immerhin bekommst du jetzt wieder ganze 9 Punkte. Und damit... Warte. Ich will ja schon auf weiter drücken. Ich kann nicht. So. Ich kann auch nicht. Ich muss immer hier tolle Erfahrungspunkte sammeln. Ganz viele wichtige Erfahrungspunkte. Ja, es geht mir auch so. Die sind mega wichtig. Und dann muss ich noch auf Spieler warten. Na, ah, die ganzen Sticker jetzt. Jetzt kriegt er auch noch Sticker. Ja. Ich will auch Sticker. Ich krieg keine Sticker. Hello Kitty? Ja. Ah. Und du hast gewonnen. Du hast tatsächlich gewonnen. Um einen Punkt. Einen Punkt. Ja, dann gratuliere ich. Du hast 2 Let's Battles in Folge gegen mich gewonnen. Super. Ne? Und ich glaube, das gibt dir genug Ansporn, dass du irgendwann mal wieder ein Let's Battle gegen mich machen willst. Immer gerne. Ne? Und ja, ich, wie gesagt, ich gratuliere. Ja. Man schafft nicht jeder. Gerade nicht in diesem Spiel. Und ja, dann sehen wir uns wahrscheinlich in einem der kommenden Let's Battles irgendwann mal wieder. Natürlich. Bis dahin den Zuschauern viel Spaß auch noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao. Da macht man einmal so einen kleinen Fehler. Ne? Ist einmal so eine unsichtbare Wand. Ne? Wo du nicht gut gewendet hast. Und so schon zahlst du mit dem Sieg dafür. Oh naja, selbst. Du musst halt auch mal dieses Spiel wieder verlieren. Ne? Ich meine, es ist auch schon lange her, dass ich da verloren habe. Aber den Sieg hat sich der Wechsel redlich verdient. Ne? Von daher Applaus, so viel wie ich halt gerade habe. Also ihr hört schon, ist nicht wirklich viel. Könnt ihr halt applaudieren. Ist euer Job. Ne? Keine Ahnung. Was auch immer. Gut, auf der rechten Seite habt ihr einmal oben das letzte Let's Battle unten, sonstiges Let's Play. Und wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Let's Battle. Unten in der Videobeschreibung habt ihr noch ein Formular, wenn ihr euch auch mal bewerben wollt für ein Let's Battle mit mir. Bis dahin, viel Spaß euch noch. Vielen Dank fürs Zuschauen.